In Kapitel 15 des A Course in Miracle, ein Kurs in Wundern, wird die Beziehung zwischen Gott und den Menschen thematisiert. Es wird betont, dass die wahre und vollständige Liebe nur von Gott kommt. Alle anderen Formen der Liebe, insbesondere die sogenannte besondere Liebesbeziehung, sind unzureichend und können die wahre Liebe, die von Gott ausgeht, nicht ersetzen oder befriedigen. Der Abschnitt beginnt mit der Einführung in die besondere Liebesbeziehung und zeigt die Unzulänglichkeiten und Illusionen dieser Beziehungen auf. Es wird dargelegt, wie diese Form der Liebe im Vergleich zur göttlichen Liebe nicht mithalten kann und dass es keine andere Liebe gibt, die befriedigen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass die besondere Liebesbeziehung die wahre göttliche Liebe verschleiert und das innere Wissen um die wahre Liebe verdrängt. Festzuhalten an dieser Art von Beziehung bedeutet einen unnötigen Verzicht auf die wahre Liebe Gottes, der Konsequenzen mit sich bringt. Der Weg zur Wiederentdeckung der göttlichen Liebe wird aufgezeigt, indem Schritte und Überlegungen zur Abkehr von illusorischen Bindungen vorgestellt werden. Praktiken zur Öffnung und Akzeptanz der göttlichen Liebe werden erläutert. Zusammenfassend wird betont, dass die wahre und erfüllende Liebe nur von Gott kommt. Die Illusionen der besonderen Liebesbeziehungen werden in Frage gestellt und die Leser ermutigt, die göttliche Liebe zu suchen und zu erleben.